Es geht hier in dieser Präsentation meiner Arbeiten um die Veränderung der Farbe von der zweiten Dimension, also von der Zweidimensionalität, in den Raum. Farbe geht in den Raum, in die dritte Dimension, also wird zum Körper, und in die vierte Dimension, die Veränderung der Farbe über die Zeit und die Verbindung zum Klang. Ja, links eine große zweidimensionale Arbeit. Das Bild heißt Weiß-Rot mit Horizont. Ihr seht vielleicht noch weiter unten diesen Horizontstreifen, also ein Landschaftsbild, schon recht abstrakt aufgefasst. Ich gehe mal in die Nähe. Zweidimensional, zwar normalerweise, aber wenn man genau hinschaut, wird die Farbe schon mehr und mehr zum plastischen Material. Daneben rechts ist eine Arbeit Farbe Sediment, Farbtrümmer, also geschnittene Ölfarbe, meist gemacht, aber nicht nur meist, sondern eigentlich zu 100% gemacht aus, geschnitten aus Öl. Farbresten von Farbpaletten. Geh mal näher ran, ihr könnt es euch jetzt genau anschauen. Also Farbe wird zur Plastik, geht in die dritte Dimension. Ja, hier ist ein Druck auf D-Bond, ein Bild versehen mit meinen Daten, also Name, Datum, Uhrzeit, Geodaten. Dieses Bild ist entstanden durch Scannen meiner Informationen bezüglich Farbe, Hautfarbe, Kleidungsfarbe von dieser Installation. So, jetzt ist sie noch nicht ganz angestellt, aber ihr könnt sie euch schon mal anschauen. Diese Installation wirkt so, dass diese Farbpartikel hier bewegt werden. Auf einem Handy ist ein Programm für Farbenblinde installiert, welches die Farben misst, die sich vor der Kamera des Handys befinden. Das Programm wandelt dann die gemessenen Farben um in eine Computerstimme, die gemessene Farbe angesagt. Dunkles Khaki. Khaki. Grün. Dunkles Khaki. Khaki. Gelb. Gold. Khaki. Schwarzgrau. Khaki. Schwarzgrau. Schwarz. Die Schallwellen der Stimme, der Computerstimme, bewegen das Perkussionsfell auf der Trommel und ja, die Partikel fangen dann an, sich ständig neu zu formieren zu einem Bild. Die Farben im Bild bzw. die Gestaltung des Bildes durch die Farben ändert sich dann in der Zeit. Also die Farbe ändert sich somit in der vierten Dimension. Schwarzgrau. Rosiges Blau. So, dann gibt es hier noch eine Plastik. Geschichtet aus Ölfarbresten, getrockneter Ölfarbe, entstanden über 20 Jahre Malerei, Farbschichten auf Paletten. Die Paletten wurden zersägt und zu Ölfarbsedimenten sozusagen gemacht. Hier kann man sich das anschauen. Ist eine Ölfarbschicht bzw. mehrere Schichten dicker Ölfarbe, Ablagerung der Malerei. So sieht das Objekt aus. Ja,
Also von der Zweidimensionalität von Farbe in die dritte Dimension, den Raum, in die vierte Dimension, die Zeit, Farbe bewegt sich auf dem Trommelfell in Verbindung ja, mit einem weiteren Phänomen unserer Welt im Schall. Letztendlich ist alles verbunden. Alle Dimensionen, Sinneseindrücke sind miteinander verbunden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass es euch interessiert hat und ihr Spaß gehabt habt. Wenn euch das gefallen hat, dann liked und ich will euch weiter informieren über meine neuen Kunstwerke, Neuentdeckungen, ja, neue Einsichten, was kann uns Farbe zeigen und wie kann uns Farbe überraschen.